Die Lufthansa stoppt ab Montag vorerst alle Flüge in die ukrainische Hauptstadt Kiew und nach Odessa. Hintergrund ist die sich zuspitzende Ukraine-Krise. Die Flüge sollen laut der Fluggesellschaft vorerst bis Ende Februar ausgesetzt werden. Die Bundesregierung hatte Deutsche in der Ukraine zuvor dringend aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. Damit wurde eine Warnung von vor einer Woche nochmals deutlich verschärft. Ein massiver Truppenaufmarsch nahe der Grenze schürt seit Wochen Befürchtungen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Moskau bestreitet Angriffspläne und führt an, sich von der NATO bedroht zu fühlen.